Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein Craft-Video. Und zwar hier steht sie wieder, die kleine Craft-Kiste. Hier seht ihr ein paar Teile, die ich gemacht habe. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht's los. Und am Ende des Videos werdet ihr noch einen Quick-Tipp sehen. Aber dazu gleich mehr. Da habe ich die Perspektive gewechselt und muss, kaum ist das Video an, sofort ein bisschen trinken. Und Kaffee sei Dank. So, womit fange ich an? Also ich habe Dosen verschönert. Und zwar jede Menge. Ihr wisst ja, Upcycling ist ja mein Ding. Und ja, ich fange mal an mit einem Fail, das ist diese hier. Ich habe gedacht, das würde schön aussehen, wenn ich einfach die Serviette auf die klare Dose drauf mache. Aber ihr seht, das ist nicht der Fall. Jetzt ist es zu spät. Okay, ich könnte sie noch anpinseln, aber ich habe eigentlich keine Lust mehr dazu. Ich benutze diese Dose hier halt einfach, um irgendwelche Dinge zu verwahren und ja. Dafür muss sie ja nicht unbedingt jetzt schön aussehen. Ne? Also das ist definitiv ein Fail und ja, sowas passiert halt. Ne? Allerdings ist das zweite Exemplar dieser Art Dosen wesentlich schöner geworden. Und zwar ist es diese hier. Ja? Also das sieht ja schon wesentlich schöner aus. Ja, ich hatte nämlich meine Servietten sortiert und habe gedacht, du hast so viele schöne Servietten, benutzt die doch mal endlich. So, und das habe ich getan. Also von außen habe ich halt diese Servietten hier benutzt und ich finde die so schöner, und von innen habe ich die einfach rosé angepinselt. Das reicht, so denke ich. Ich hatte es erst so gelassen, aber dann scheint es Rosenpapier ein bisschen durch und dann sieht auch nicht so toll aus. Darum habe ich einmal weißes Serviettenpapier eingeklebt gehabt. Ich hatte gedacht, damit könnte man das überdecken, war aber nicht so. Also habe ich das Ganze einfach rosa angepinselt und ja, ne? Und im Anschluss natürlich alles lackiert, damit es widerstandsfähig ist und ja, falls das mal mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, auch abwaschbar ist, ne? So, das ist diese hier. Also ich finde die richtig hübsch. Ich mag die. So, dann fahre ich hier weiter. Ich mache weiter mit dieser hier. Die ist aber noch nicht fertig. Da habe ich halt dieses Serviettenpapier genommen. Der Deckel ist richtig schön. Aber ich hatte jetzt kein neutrales. Ich hätte jetzt nur Streifenpapier haben müssen oder so. Ja, und hier ist nicht ganz so schön geworden. Aber die Dose gefällt mir trotzdem. Und sie ist ja noch nicht ausdekoriert. Also ich hatte schon vor, hier noch was. Hier soll noch was drauf. Weiß. Einfach so. Ich weiß noch nicht, was genau, aber sie wird noch ausdekoriert. So. Von innen sieht die so aus. Und zwar hatte ich dazu zwei verschiedene Serviettenreste benutzt. Ich gedacht habe, von innen auskleiden sieht nämlich auch schön aus. Und ich hatte die Reste hier noch rumliegen, also habe ich die einfach benutzt. Und ja, und auch hier das Gleiche. Hier den Deckel auch, und auch hier habe ich natürlich anschließend wieder lackiert, damit das Ganze widerstandsfähig wird. So, die finde ich auch sehr schön.
Und ja, dann habe ich noch eine von dieser Art gemacht. Das waren übrigens, Moment, das hier waren mal Salatverpackungen, so wo Salat drin war mit Dressing. Kennt ihr sicherlich. Und das hier waren Eispackungen. So, jetzt kommt diese hier und die ist mein Favorit. Weil ist vintage-mäßig. Die ist auch noch nicht fertig ausdekoriert. Da habe ich diese Serviette für benutzt. Und ja, ich liebe die und die ist so schön. Und ja, ne? Hier ist der Deckel. Und die sieht von innen so aus. Ja, die habe ich einfach schwarz von innen gemacht und auch lackiert natürlich, damit es widerstandsfähig ist. Aber das, diese Dose hier ist mein Favorite. Ja. So, dann zeige ich euch zwei kleine. Da habt ihr ja schon mal welche von gesehen. Das sind Frischkäsedosen oder ich kaufe immer Pitié. Und davon brauche ich immer sehr viel. Deswegen habe ich immer, mein Gott, ich wiederhole mich dauernd. Darum habe ich jede Menge von diesen Döschen. Diese Dose habe ich einmal komplett schwarz gemacht. Das habe ich mit Acrylfarbe gemacht, weil sowieso anschließend bei mir alles lackiert wird. Und hier von außen habe ich Stoff aufgeklebt. Also es ist Stoff. Ich wollte das mal ausprobieren und ja, das geht auch sehr gut und sieht auch schön aus. Auch diese Dose ist natürlich noch nicht fertig. Auch da passiert noch was mit Ausdekorieren. Genauso wie bei dieser hier. Hier hatte ich nämlich noch von der schönen Serviette über und habe gedacht, komm, ne? Das Ganze benutzt ihr jetzt hierfür auch nochmal. So, weil das nämlich hier so gut geklappt hatte, die Serviette auf diesen klaren Deckel drauf zu machen, hatte ich gedacht, das würde bei der großen Dose auch funktionieren. Hat es aber nicht, darum ist die große Dose ein Fehl geworden. Aber die hier ist schön geworden. Diese Dose hatte ich vorab weiß angepinselt, mit weißer Acrylfarbe. Habe dann die Serviette drauf gemacht und ja, die habe ich von innen einfach so gelassen, wie sie von Haus aus ist. Die ist weiß und ja, da brauchte ich dann halt nichts lackieren, ne? Die finde ich auch schön, natürlich auch nicht ausdekoriert. Da muss ich erstmal die zündenden Ideen für haben. So, dann noch ein kleines Eisböckchen. Habe ich diese hier genommen. Hier scheint es noch durch ein bisschen. Ja, da habe ich wohl zu wenig weiße Acrylfarbe aufgetragen und war zu eilig mit der Serviette drauf zu machen. Aber ist ja nicht schlimm. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde das Döschen trotzdem niedlich. Und es sieht von oben so aus. Von den Seiten dann so. So. Und ja, ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Und ja, es ist einfach putzig. Und von innen sieht das so aus. Auch hier habe ich die Serviette von innen drauf getan. Hier merke ich gerade, ich habe vergessen. Nee, habe ich gar nicht vergessen zu lackieren. Nö, ich habe gedacht, ich hätte vergessen zu lackieren. Aber habe ich gar nicht. Es wirkte nur so. So. Ich finde nämlich, da kann man auch schön was reinpacken, wenn man was etwas verschenken möchte oder so. Und da kann man die Dosen ja halt auch ein bisschen schön machen, ne? Und manche Sachen, die, da hat man ja Angst, dass die sonst kaputt gehen. Und die eignen sich dann auch nicht, um in Tütchen zu verpacken. Ja, deswegen kann man gut solche kleinen Döschen benutzen. So, ich finde es süß, dieses kleine Einhorn.
Einhorn wird nachher noch ein Thema sein. So, dann habe ich alte Tabakdosen. Ja, ihr wisst ja, ich rauche. Das sind alte Tabakdosen. Ich rauche nämlich nur gestopfte. So, und da fallen natürlich jede Menge von diesen Dosen an. Und das ist kein Fail, das ist extra. Das habe ich bewusst in Kauf genommen, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, wie das wirkt, wenn ich eine dunkle Serviette auf dunklen Grund auftrage. Dann sieht das nämlich so aus. Und erst habe ich gedacht, oh, das ist ein Fail, aber irgendwie finde ich das jetzt doch nicht mehr, weil das hat irgendwo einen eigenen Charme. Also ich habe einmal eine Lage aufgetragen. Das sah noch nicht ganz so toll aus. Dann habe ich aber hier diese Röschen nochmal ausgestanzt in verschiedenen Größen und habe die nochmals drüber geklebt. Und ja doch, ich finde, das ist schon interessant. Und ja, das bleibt jetzt auch so. Das ist eine Verwahrdose oder Verschenkedose, weiß ich noch nicht. Auch die ist natürlich nicht ausdekoriert. Da kommt halt noch was Schönes dran. Und ja, der Deckel sieht so aus von oben und so halt von innen. Ja, hier von innen hatte ich versehentlich eine Doppelschicht. Das war gar nicht so geplant. Da hatte ich... hinter der ersten Lage war noch die zweite Lage in weiß, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne? Und hier, so sieht das dann aus, wenn es nur einmal gemacht ist. Aber ich finde die trotzdem schön und ja, wenn die ausdekoriert ist, hat die bestimmt auch ihren bestimmten Charme. So. Einhorn, habe ich gesagt, ist nochmal Thema und zwar... hier bei dieser Dose. Da ist meine Tochter wieder ganz verzückt gewesen, weil die Servietten hatte ich auch von ihr bekommen. Und ja, streich den Prinzen, ich nehme das Einhorn. Total niedlich und ja, die sieht dann so aus. Die habe ich, ja, die ist schon lackiert, aber nicht glänzend. Das wollte ich gar nicht bei dieser Dose, weil ich finde, die hat so, die sieht so schön aus und hat ihren eigenen Charme. Auch die ist noch nicht ausdekoriert, wird sie dann noch bei Zeiten. Jetzt sehe ich gerade, hier löst sich etwas, finde ich voll blöd. Das muss ich mal eben reparieren, dann komme ich wieder. So, Fusch am Bau nenne ich das. Hier hatte sich was gelöst und das habe ich jetzt eben schnell wieder repariert. So. Die Dose, ne? Da waren wir. Die Dose ist innen schwarz. Die habe ich hier nicht lackiert. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob es Absicht war oder ob ich es einfach vergessen habe. Auf jeden Fall ist sie nicht lackiert von innen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. So, das ist der Deckel von oben. Und so sieht er dann von innen aus. Das ist der, den ich gerade reparieren musste. Weil dieser Kleber eigentlich ja auch Kunststoff kleben sollte. Und er sollte eigentlich ein Kunststück sein, Pappe auf Kunststoff zu kleben. Aber das hat sich einfach gelöst. Ja, so viel zum Thema. Ist egal. Jetzt habe ich es repariert und ich hoffe, diesmal hält es. So. Und so sieht die Dose dann halt aus. Allerdings, wie gesagt, schon, ne, nicht ausdekoriert. Passiert da wahrscheinlich auch noch einiges. Dann habe ich jetzt zeige ich, oh Gott, ich rede einen Unsinn. Ist egal. Jetzt zeige ich euch eine ausdekorierte Dose. Wieder eine Tabakdose und zwar diese hier. Da habe ich ein bisschen rumgespielt. Und zwar sind das hier
Wassertransferfolien, die habe ich mal von unserer lieben Basteleule bekommen, von der Heike, und ich hatte sie noch nie ausprobiert. Das hier sind übrigens auch, das hier ist auch Wassertransferfolie. Die hatte sie mir einfach mal mitgeschickt, gesagt, ich kann die mal ausprobieren, ob ich damit klarkomme. Ja, ich weiß, wie es funktioniert, aber mein Medium ist es nicht, auch wenn es jetzt hier schön aussieht. Ich glaube, dafür bin ich zu grobmotorisch, weil mir die Folien beim Übertragen teilweise gerissen sind. Fand ich nicht schön. Ja, ich habe natürlich jetzt hier wieder Fusch am Bau begangen, aber oh, ne. Es war nicht so das Gelbe vom Ei. Also ich werde die ich noch habe, werde ich verbrauchen. Und dann war es das aber auch bei mir, ne, mit Wassertransferfolien. So, hier habe ich noch einen Washi-Sticker mit drauf gemacht. Genauso wie hier. Ich fand die Pasten so schön. Außerdem musste ich ja hier zum Beispiel, ne, Flickschusterei begehen. So, ich hatte dann noch Bordüren, diese Streifenbordüren, und da habe ich gedacht, die passen ja ideal dazu. Ich hatte mir die schon vorher mal rausgelegt, weil ich die unbedingt verwenden wollte, wusste aber nicht mehr wofür. Dann lagen sie auf dem Schreibtisch rum und ich habe geguckt und dachte, die passen perfekt dazu, ne? So, dann habe ich diesen Deckel hier gemacht, und zwar ist das hier Löschpapier, kennt ihr bestimmt noch aus der Schule. Ich habe so Blankoheftchen, und eigentlich sollten das hier diese Linienpapiere sein. Funktioniert aber nicht, wenn das Papier diesen blau-grauen Ton hat. Da kommen die Linien einfach nicht durch das Seitenpapier durch. Ja. Im Prinzip halt wirklich dann nur ein Löschpapier, weil das ist das Material wie das Löschpapier, so ähnlich wie das Löschpapier früher war. Kennt ihr das eigentlich noch? Löschpapier? Gibt's das noch? Gibt's noch Löschpapiere in den normalen Schulheften? Naja, auf jeden Fall, ich fand's dann trotzdem ganz hübsch, fand ich dann, ne? Ich fand's ganz hübsch und hab gedacht, dann kannst du hier diese Kreise ausstanzen, die passen nämlich perfekt auf und in diesen Deckel. Und zwar habe ich innerhalb hier einmal die gestreifte Seite genommen und außerhalb die karierte. Dann habe ich die karierte Seite halt mit einer Stoffblume dekoriert, als auch mit zwei von diesen Feuchttuchblümchen. Und ja, das machte das dann aus. Und ich habe gedacht, okay, den Rand, den kann man doch auch noch verzieren. Ich hatte mal in irgendeinem Haul dieses Band hier gezeigt und irgendwer sagte dazu, das sieht aus wie Rattenschwanz oder so. Keiner konnte sich so wirklich vorstellen, was man damit machen kann. Ja, hier seht ihr das. Das kann man aus diesem vermeintlichen Rattenschwanz machen. Und ich finde, das ist ganz hübsch geworden. Und so im Gesamtbild, ja, macht es dann doch was her, oder nicht? Also ich finde die richtig schön und ja, ich mag die, ne? Ich denke, die werde ich mir auch hier hinstellen, weil ich die einfach schön finde. So, dann habe ich eine Idee aufgegriffen, und zwar einen Milchkarton zu bearbeiten. Und zwar habe ich das Video von der lieben Birgit gesehen von Bivou-Deko-Welt, und sie macht ja so schöne Mixed-Media-Sachen. Jetzt habe ich kein Mixed-Media im klassischen Sinn gemacht, sondern ich habe einfach mal das aufgegriffen, was Birgit gesagt hat. Nehmt doch einfach mal das, was ihr habt, und verwendet es. Und das habe ich getan, und bei mir muss irgendwie alles glänzen und abwaschbar sein. Ich bin da ganz bekloppt, und deswegen glänzt auch dieses Teilchen hier bei mir. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich habe vor langer Zeit mal aus Pappe diese
Teilchen ausgestanzt und hatte die so lange jetzt hier rumliegen und ich konnte die nie wegschmeißen, weil ich immer wusste, ich werde sie noch mal für irgendetwas gebrauchen können und tada, so ist es. Also, ich habe hier einmal diesen Schmetterling. Der ist, ganz ehrlich gesagt, völlig misslungen. Und zwar hatte ich diese Deko-Goldfolien-Stipse, keine Ahnung, wie sich das jetzt nennt. Dieses kleine Flitterzeug, jedenfalls, was es mal beim Action gab, habe ich hier drauf gemacht und ich habe gedacht, ich könnte da einfach Leim drauf machen als Abschluss und ihr seht, das ist nicht so hübsch geworden. Deswegen musste ich dann im Anschluss hier wenigstens ein paar Perlchen und Steinchen draufsetzen, damit es dann doch noch was hermacht. So, hier habe ich, wie gesagt, Standsteile benutzt, die habe ich dann auch übereinander gelegt und immer wieder angepinselt. Und hier habe ich Textilfarben benutzt, da ich ja kein Inka-Gold habe, ich habe auch keine Wachse. Da habe ich einfach die Textilfarben hier benutzt und das sieht dann so aus. Und das Rot, das Gold und auch das Silber. Und ich finde, trotzdem sind die ganz gut gelungen. So, hier ist einmal eine Seite. Hier habe ich auch den Pflanzenstängel über die Seite geknickt. Und ja, auch hier wieder die Textilfarben benutzt. Ja, hier oben auch. Von dieser Seite habe ich diese großen Blütenblätter benutzt. Die habe ich natürlich auch wieder übereinander gelegt. Und hier hat das funktioniert mit dieser Flitterfolie. Ich kann euch sagen, also es sah hier aus, in meinem ganzen Bastelzimmer war überall diese Flitterfolie, weil die bleibt überall haften. Die fliegt durch die Luft und haftet sich überall an. Da hast du auch Wochen später noch was von, ne? Ja. Auf jeden Fall hat es hier gut funktioniert, weil ich hier kein Bastelleim drüber gemacht habe, um das Ganze zu fixieren, sondern, ja, hier. Transparenten Alleskleber drüber, der trocknete sogar relativ fix aus, muss ich sagen, also das hat dann ganz gut gehalten und deswegen, ja, das ist ganz gut geworden, finde ich. Muss ich aber so schnell nicht nochmal machen, ne? Und hier habe ich dann halt wieder diese Textilfarbe benutzt, genauso wie da und ja, hier eigentlich überall, ne? So, und ja. Hier ist dann die andere schmale Seite. Da muss ich jetzt gar nicht großartig was zu sagen. Auch wieder die Standsteile genommen, übereinander gelegt und fertig. Und hier habe ich dann halt einen Bordürenstandsteil drüber gesetzt, weil eigentlich hatte ich vor, diese Milchtüte zu knicken und zu falten, damit man sie oben verschließen kann. Ist aber nicht so gut gewesen wegen den Motiven hier, weil ja, sonst wären die zerstört und dann wäre das ganze Projekt zerstört gewesen und fand ich blöd. Ich habe vor, für dieses Teilchen hier, eigentlich wollte ich noch warten mit dem Craft, bis ich das fertig habe, aber dann hätte es wieder zu lange gedauert. So hier auch von innen schwarz. Hier möchte ich gerne Blümchen machen am Stiel und dann soll das Teil hier geschmückt werden mit einem Blumenstrauß. Vielleicht hole ich aber auch künstliche Blümchen. Die stelle ich dann hier rein und dann ne, hält das Teilchen hier als Vase her. Finde ich richtig schön. Ja, Upcycling. Ganz meine Sache. So, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen bei Facebook oder bei Instagram. Ich habe Blümchen gemacht. Und zwar knapp über 150 Stück. Das sind diese feuchttoten Blumenröschen. Und ja, ich kann sie euch jetzt nicht alle zeigen, aber ich zeige so mal die eine oder andere hier etwas näher. Guck mal hier, die ganz bunten. Die finde ich richtig schön. Dann unifarbene. Nochmal. Und jede sieht anders aus, ne? Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Dann habe ich hier nochmal so kaffeefarbene. Ich liebe die.
Und dann in Grautönen. Ja, wie entstehen denn die ganzen verschiedenen Farben bei mir? Ja, die sind, hier haben wir zum Beispiel eine gemischte. Ja, das ist ganz einfach. Egal, was ich mache, wenn ich mit Farben hantiere, hantiere ich ja auch mit diesen Babyfeuchttüchern und ich wische damit auf und weg und hasse nicht gesehen. Und ja, die wandern bei mir dann nicht in den Müll, sondern an die Seite zum Trocknen. So, wenn sie arg verschmutzt sind, dann wasche ich die noch einmal kurz unter klarem Wasser aus und dann werden die trotzdem getrocknet und anschließend zu Röschen verarbeitet. So, wollte ich jetzt hier noch was Besonderes? Also die finde ich ja auch schön, ne? Und wie gesagt, die sehen alle anders aus, keine gleich der anderen. Und das macht die Sache so interessant, finde ich. Und ich liebe es einfach, diese Röschen zu verwenden. Habt ihr ja sicher schon oft gesehen, hier auf diesem aktuellen Projekt ja auch. Da sind ja auch zwei dieser Röschen verarbeitet. Diesmal sind keine weißen dabei. Und ich wollte mal gucken, wie ich das hinbekomme, dass ich ganz schwarze machen kann. In was ich jetzt die Tücher tatsächlich mal richtig färben müsste, um schwarze hinzubekommen. Also weiß ist ja klar, nimmt man einfach die Tücher, trocknet sie und ja, verarbeitet sie. So, guck mal, schön, ne? Aber schwarz weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich dafür benutzen soll. Guck mal. Ist das hübsch? Ja, ne? Ja, hier. Oh, ich bin ganz vernarrt in diese Feuchttuchblümchen. Die Idee habe ich mal aufgegriffen von Asmodeeva. Die hatte das mal gezeigt in einem ihrer Videos und ja. Und ich liebe es einfach. Nur es ist sau viel Arbeit. Also es war ja erstmal die ganzen Tücher ansammeln, dann ja, trocknen, ausstanzen, zusammenstecken. Na, nach dem Ausstanzen musst du die dann einzeln sortieren, dann müssen die zusammengesteckt werden. Weil ich benutze pro Rose 4 verschiedene Größen an Kreisen. Andere benutzen die gleiche Größe, ich benutze 4 verschiedene Größen. So. Ist meine Kamera dreckig? Kann sein. So, ne? Und ich nehme jetzt auch keine Breads oder so, sondern ich zeige euch das mal eben. Ihr seht hier einen Faden. Das heißt, ich habe alle 350 und ein paar kleine Röschen mit Nadel und Faden fixiert, bevor ich sie dann im Anschluss alle mit dem Heißluftföhn in Form bringen konnte. Das hat dann natürlich auch noch mal gedauert. Und ja, es ist schon eine Heidenarbeit und sehr zeitintensiv. Also ich habe insgesamt 3 Tage dran gearbeitet, weil mein Rücken findet da doch nicht lustig, wenn er permanent in einer Position ist. Guck mal, die hier. Guck mal, wie schön die geworden ist. Ist die schön? Toll, ne? Die ist so. Ich glaube, die ist hier bei diesen Blumen my favorite. Ja. Aber auch die anderen, die sind alle so hübsch. Das Problem ist immer, wenn ich
wenn ich diese Blumen hier benutze, da weiß ich nicht, welche nimmst du denn jetzt? Guck mal. Schön pastellig, ne? Vielleicht sollte ich noch mal ein paar Pastellprojekte anleiern, damit ich noch ein paar pastellige machen kann. Diesmal habe ich aber nicht für den Eigengebrauch gearbeitet, sondern, ach hier, die ist auch schön, ne? Sondern die sollen alle so weit in die Post gehen. Der ein oder andere wird also in Zukunft mit diesen Blümchen beglückt werden. Und ja, ich kann sie euch jetzt nicht alle zeigen, es sind einfach zu viele. Aber ich finde die so schön. So, im Anschluss hier, das hänge ich direkt an dieses Video dran, zeige ich euch noch den Quick-Tipp von dem, ja, von dem. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, dass ich einen Teil gemacht hatte, da war ein Schmetterling aufgestempelt und dieser Schmetterling glänzte. Ja, ich habe euch mitgeteilt, das ist ein super simpler, einfacher Trick, den ich noch aus meiner Kindheit kannte, der mir jetzt wieder eingefallen ist durch einen Zufall. Und ja, diesen Quick-Tipp, wie gesagt, den packe ich hier ganz am Ende. Und ich, wenn ich das nicht vergesse, werde ich irgendwo auch das letzte Video dann nochmal hier verlinken. Da, glaube ich, oder? Da? Ich habe es jetzt nicht so mit den Seiten, weil ja alles spiegelverkehrt ist. Eigentlich müsste das dann da sein. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Egal! Das Video wird hier dran gehängt und dann habt ihr den Quick-Tipp. Ich habe mein Versprechen eingelöst, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, trotz vieler Versprecher und Wiederholungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen rauf da. Ein Abo wäre klasse. Und denkt daran, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nämlich kein neues Video mehr. Wann jetzt demnächst ein neues Video kommen wird, kann ich nicht sagen. Ich habe gerade viel zu tun und hier eigentlich viel zu wenig Zeit. Der Tag müsste mehr als 24 Stunden haben. Nun gut, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Video. Tschüss! So, meine Lieben, ich hatte versprochen, ich zeige euch den Quick-Tipp, wie ich meinen Stempelabdruck beim letzten Video glänzend bekommen habe. Dafür habe ich stinknormalen Bastelleim genommen, den habe ich hier in so ein kleines Fläschchen gefüllt. Und ja, den trage ich jetzt einfach auf meine Motive auf. Ihr seht das alles ein bisschen im Zeitraffer, damit es nicht arg so langweilig wird. Jo, da habe ich zwei Gläser genommen. Da mache ich dann die Gläser glänzend, das Sprudelnde da oben nicht. Also hier nehme ich das Glas selber und den Stiel, so als auch den Fuß. Ich fülle das ganze Motiv aus. Bin schon recht großzügig. Ich weiß nicht, ob auch geht, wenn man etwas dünner aufträgt oder wenn man es gar mit dem Pinsel aufträgt, müsste man einfach mal ausprobieren. Ich mache das hier so und ich hatte mich daran erinnert, als ich versehentlich mal gekleckst habe und habe das hinterher gesehen, das war glänzend. Und ich habe gedacht, komm, probier das einfach mal aus und das hatte ich dann getan und euch hat das gefallen und ja, ich habe versprochen, euch das zu zeigen. Hier nehme ich die Flasche, den Flaschenhals. Das Etikett lasse ich aus, dann nehme ich die Flasche selber und oben das Gesprudelte bleibt auch frei. Das Gesprudelte klingt cool, ne? Ja. Dann hatte ich überlegt, ich hatte mal Stempelabdrücke von Katrin bekommen, die hatte ich koloriert. Da war dieser Bär bei mit diesem Glas auf dem Kopf. Und da habe ich gedacht, das sieht bestimmt auch toll aus, wenn nur diese Glaskugel dann glänzt. Und darum habe ich das genommen. So, hier seht ihr einen Zwischenschritt beim Trocknen. Das dauert halt ein bisschen. Nicht so lang wie Glossy Accent.
Aber es dauert halt doch schon seine Zeit. Also ich lasse das immer ein paar Stunden dann einfach liegen und das trocknet dann vor sich hin. Und je wärmer der Ort, desto schneller trocknet das aus. Ja. Da sieht man, dass das noch milchig ist, aber das wird ganz klar. So, das seht ihr jetzt gleich. Der nächste Schritt. Und, na komm schon. So, da zeige ich euch jetzt, wie das aussieht, wenn es komplett ausgetrocknet ist. Ich habe hier einfach die Teile über Nacht liegen lassen, damit ich euch heute das Video fertig machen konnte. Und da seht ihr das, das sieht richtig schön aus und ja. Ich habe das Ganze auch schon mit Lackfarbe versucht, aber davor schwimmen mir die Motive, die werden sauig und das sieht dann nicht mehr schön aus. So, das war's schon. Hier seht ihr noch so kleine Herzchen, die ich hier rumliegen hatte. Die habe ich dann noch ein bisschen damit eingeschmiert. Hier hatte ich ein Stück Schaumgummi.